Und wir bleiben noch in der deutschen Hauptstadt, denn die Berliner nennen ihn ja einfach nur Kotti. Das ist der Platz Cottbusser Tor. Nicht gerade die größte Attraktion in Berlin, zwar belebt, aber geprägt von Drogen, Gewalt und Verbrechen. So sollte an einem der Verkehrsknotenpunkte im Bezirk Kreuzberg zumindest eine Innovation für ein besseres Image sorgen. Doch das ist gründlich schiefgegangen, wie Peter Niemann zeigt. Bunt, offen, vielfältig, immer was los. So sehen viele den Berliner Ortsteil Kreuzberg. Kreuzberger Nächte sind lang, so hieß es schließlich schon vor Jahrzehnten. Dreckig und verkommen ist Kreuzberg für die anderen, vor allem die Gegend am Kotti. Aus ihrer Sicht sieht so grüne Politik aus, wie sie in Berlin hier besonders auffällig stattfindet. Ein neues Symbol dafür, ein Toilettenhäuschen. Man muss es schon sehr finden wollen und auch dann lässt der Blick schon von Weitem nichts Gutes erahnen. Michael Heisel ist ein Kreuzberger FDP-Politiker. Für ihn ist dieses Örtchen ein Unding. Es ist schlimmer, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Es ist einfach, würde ich fast sagen, menschenverachtend, den Leuten hier so eine, kann man gar nicht mal sagen, Toilette hinzustellen, so eine Bude hinzustellen, wo man die Leute wirklich mit ihrer Verwahrlosung alleine lässt und das Ganze noch unterstützt. Bäm, da ist das Ding. Mit diesem fanfarenartigen Tweet hatte die grüne Bezirksbürgermeisterin vor bald 2 Jahren das neue Wunder begrüßt. Es stimmte einfach alles, ökologisch, nachhaltig, aus Holz. Nur das Praktische wurde nicht so bedacht. Und so sind die Toiletten heute gründlich vermüllt und unbrauchbar. Immerhin wurden sie inzwischen verziert in Regenbogenfarben. Der FDP-Politiker führt selber vor, wie es darin aussieht. Natürlich nur mit Handschuhen. Benutzen kann die Klos keiner mehr. Auch Heisel würde das nicht wagen. Ich würde dringend davon abraten. Ich habe auch mal die Bürgermeisterin gefragt, ob sie denn auf die Toilette gehen wollen würde. Darauf habe ich keine Antwort bekommen. Ich gehe davon aus, dass sie das auch nicht machen wollen würde. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann will sich zu den Kotti-Toiletten nicht äußern. Schon damals war sie verspottet worden. Schließlich hatte es 5 Jahre gedauert, bis dieses Häuschen überhaupt stand. Was nun noch damit geschehen kann, ist unbekannt.